Willkommen zu einem neuen Video, und zwar heute geht es um das Thema die Grünen, aber das ist ein Preview, also eine Übersicht. Und ich werde natürlich ein Video machen über die Grünen Ende der Woche, aber wir kommen zu erstmal so einem kleinen Preview und ob die Preview sozusagen zu einer kleinen Preview, wo man einiges über die Grünen in diesem Video erfährt. So, das Allerwichtigste ist natürlich, nochmal klarzustellen, weil es ja einige Leute gibt, die sagen, ja, es kann ja gar nicht sein, du hast ja die AfD gewählt, wieso machst du so über Grüne jetzt ein Video, und da werde ich auch sehr viel Positives raushauen, ja, weil ich eigentlich die AfD nicht gewählt hätte, wenn die Grünen dieses Programm so hätten. Also sie haben zwei Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, nein, also sonst hätte ich die Grünen gewählt. Okay, deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal einige Sachen an, und zwar nicht die Personen, das machen wir ein anderes Mal, sondern einfach das Programm, wofür wir kämpfen. So, und vieles ist natürlich nicht mehr so, was die Grünen versprochen haben, aber das ist ja immer so. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die AfD, wenn die jetzt an die Macht kommt, irgendwas ändern wird, oder wenn da überhaupt, dass sich dann an alle halten, weil ich kenne Politik schon zu gut, und mein Onkel war ja in der Politik, wo er gelebt hat. Ja, da ist es ganz normal, dass man meistens das nie. Wenn ich ein Politiker wäre, würde ich mich wirklich dran halten, was ich sage, aber das wäre ein Wunder, wenn mich irgendjemand an die Politik bringen würde. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die Grünen haben ein sehr schönes Thema und sehr schön ist aufgebaut, finde ich. Finde ich sogar besser als AfD oder SPD oder CDU. So, mit Liebe für die Umwelt, Ökologie. Das sehe ich genauso. Ich sehe zum Beispiel so, dass wir zu wenig für die Umwelt machen, weil die Konzerne zu viel Arschlöcher sind. Und das wird halt nicht die Wahrheit gesagt, dass der Kunde nur dann was machen kann. Das heißt, der Kleine, der Arbeitnehmer, wenn eben die oberen Chefs, diese Ölkonzerne und die das alles kontrollieren, die Energie kontrollieren, die Stromkonzerne und so weiter, wenn die eigentlich erstmal es richtig machen. Und vom kleinen Mann kann man dann nicht ausgehen, und da kann sich nichts bewirken, da kann der Grüne reden, wie er will. Und da war ich halt in diesem Gespräch, und dann hat er mir auch recht gegeben, und dann habe ich zu dem gesagt, ja, aber Sie sehen es ja selber. Meine Aussage, meine Argumente, sie stimmt ja selbst zu. Na, ich, Herr Mustermann, weil es jetzt nicht Ihr Name gewesen, Herr Mustermann, ne? Manchmal ist ein Musternamen. Und er so, naja, aber wenn mehr Menschen grün wählen, dann werden wir die Welt retten. Ich so, naja, dann müssten sie über 50% haben, und das kriegen sie ja nicht zusammen, ne? Also realistisch gesehen. Aber ganz klar, Klimaschutz ist wichtig, Energie ist auch wichtig, Naturschutz ist auch wichtig und Landwirtschaft ist auch wichtig. Und das war der Grund für mich, weil mein für mich ist er wie Onkel, Bekannter, also mehr als Bekannter, sehr guter Freund unserer Familie. Und mein Bekannter ist ja, er ist ja Landwirt gewesen, Bauer gewesen, und wir haben das Problem, dass die Bauern einfach schlecht behandelt werden, und die Grünen da sich sagen, nein, wir wollen da was für die Bauern tun. Ne? Wir wollen also Ökolandbau fördern und so weiter, tiergerechte Haltung fördern. Das ist immer so schön, was mir bei den Grünen gefällt, du kannst immer sofort wissen, welche Hauptthemen sie haben, weil sie das schön markieren. Ne? Tiergerechte Haltung, gemeinsame Agrarpolitik, Landwirte durch eine Umbauförderung, faire Preise für ihre Arbeit, verpflichtende Haltungskennzeichen und so weiter. Das ist richtig geil, was die Grünen wollen und was die auch planen und sonst. Aber das Problem ist, das ist nicht so einfach umzusetzen, weil da müssten sie gegen die Industrie kämpfen, gegen die luzifiane Industrie, und die haben die Macht. Und um gegen die zu zwingen, wenn man die zwingen würde, würden die meisten Grünen Abgeordneten sich die Hosen machen, dann werden die nämlich bedroht, die würden angerufen werden von den Industrieleuten ganz oben, dann würden die sagen, also ich, wenn ich einer von den Grünen wäre, dann würde ich da mich killen lassen, wäre mir egal. Ich bin ja knallhart, ich würde das durchziehen, das Programm, aber diese Leute, die reden dafür, aber die werden es nicht tun. Dann werden die meisten gekillt. Also eine Industriekonzern sagt sich, Alter, was wollt ihr, kleinen Wichser? Wir killen euch, eure Familien, und weg seid ihr. Ne? So sieht es in Wirklichkeit aus. Und das ist die Realität
den die Leute halt nicht sehen wollen. Und nichtsdestotrotz, ich bin mir sicher, wenn die Grünen an die Macht kommen würden, könnten sie das ändern. Wenn sie jemanden wie mich hätten, der knallhart ist, right to your face und sich nicht um sein Leben schert. Ne? Ich ist wirklich so, ich ziehe das durch, rette die Welt, scheiß auf euch, Luzifianer da oben, versucht die Welt kaputt zu machen. So, naja, also lange Rede, kurz Sinn, das hat mich sehr beeindruckt. Dann fand ich richtig geil, zum Beispiel Arbeitsthemen, also Wohnen als Recht. Kinder sind nur so stark wie ihre Chancen. Und das sind richtig geile Themen, die die Grünen haben. Zum Beispiel mit Herz für Gerechtigkeit. Da geht es den Grünen um die Arbeit. Da geht es den Grünen um Wohnen, dann Gesundheit. Und da muss man wirklich sagen, gerade bei der Arbeit, ne, ich habe es sehr schwierig. Ich bewerbe mich, bewerbe mich, bewerbe mich. Und ich kriege immer Zusagen. Ich habe Vorstellungsgespräche. Alles läuft wunderbar. Aber halt die frühere Sache, die ich gemacht habe, das ist schon länger her, über 20 Jahre, die bleibt halt haften. Ne? Und das ist halt einfach so, ich bin geblacklistet, weil ich halt für den, mein Gott, ich war jung und dumm und ich dachte, ich rette die Welt und sag mal den oberen reichen CEO-Chef, dass sie Arschlöcher sind. Aber ich meine, Menschen können auch vergessen, aber ich habe es halt schriftlich gemacht, damit die so ein schönes Papier haben. Und dieses Papier habe ich denen ins Gesicht getreten, fast, also so hier. Und dann wurde ich halt damals entlassen. Und dann meinte der Chef von Panasonic, von Sony und vielen anderen Firmen, also was, du kleines Motherfucker, kennt, dass du mir das ins Gesicht schmeißt, das ist ein Blatt, wo drin steht, dass ihr CEO-Chefs alles Arschlöcher sind. Und wenn es nach dir ginge und du dann in die Macht kommst und uns alle killen würdest, das werden wir nie vergessen. Also weltweiter Bann. Das ist jetzt nur die Kurzfassung, was ich gemacht habe früher. Also es war eigentlich viel länger, aber ich denke mal, mit einer knallharten Kurzfassung weiß jeder, warum ich es schwierig habe, einen Job zu finden. So, ist auch nicht so schlimm, ne? Wenn man sich weiter bewirbt, 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 irgendwann mal vielleicht habe ich Glück und ich kriege eine Ehrenstellung. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir mal weiter. Das Coole dran ist, wir wollen Vollzeitbeschäftigung, wir wollen gerecht bezahlt also werden, ne? Gute Arbeit, Leiharbeitskräfte, das heißt, Leiharbeitskräfte verlieren als Erste den Job und bekommen als wenig, mehr als jede Dritte. Das wollen die ändern. Ne? Das finde ich richtig geil. Minijobs bietet keine Perspektive und Absicherung. Plattform Arbeit bringt neben vielen Chancen neue Risiken. Und das sprechen die an. Und das finde ich halt richtig geil, weil die Grünen sprechen das knallhart direkt an. Und wenn man sich die Reden anhört, wenn man bei denen auch wahrnehmend reden oder bei den Parteivorständen mal da mitgegangen ist oder halt bei diesen Dingern, wo halt die werben, ne? Diese Stände, wo die werben und Stand haben die ja immer, dann kann man das alles halt Weiterbildung fördern, Arbeitsversicherung sichern im Wandel, Selbstbestimmung, Mitsprache über Zeit und Ort, von zu Hause anbahnen und so weiter. Das sind richtig geile Konzepte, muss man echt sagen. Und da habe ich mir damals gesagt, ja, ich gehe jetzt die Grünen wählen. Ja, das ist so richtig geil, war schon von den Grünen. Ich wollte schon die Ricarda heiraten. Es war mir egal, ob die Frau dick ist, wieso, scheiß drauf. Ne? Aber dann kam die Wende und da hat sich die Baerbock selbst gefickt. Würde ich mal sagen. Denn jetzt kommt der Witz. Die Grünen haben wirklich geiles Programm. Wirklich super. Wirtschaft, Digitalisierung, wirklich alles super, super geil. Aber dann kam mit Mut zu für die Freiheit. Ne? Dann kam die Flüchtlingspolitik. Und diese Themen werden wir dann so richtig verdurchsprechen. Diese zwei, so diese hier, da, wo es gehapert hat, wo ich gesagt habe, ey Leute, ne? Alles gut und schön. Aber wer zahlt denn das alles? Wer wird denn das zahlen? Ja? Und da haben die auch halt wirklich, da war der Stand, und dann frage ich denen, ja, was ist denn jetzt ihre Tochter? Ich liebe es. Ich liebe es, die Leute das zu bespitzen, aber ich liebe es, ich bin ein Typ, von meinem Meister, ich das erfahren, immer knallhart zu sagen, denjenigen in die Verantwortung zu machen und niemals über sich selbst zu reden. Das heißt, Sie haben Tochter, haben Sie mir, Herr Müller, gesagt. Sie sind bei den Grünen seit 5 Jahren. Was ist, wenn jetzt Ihre zwei Töchter vergewaltigt werden? Was würden Sie dann tun? Wie würden Sie sich fühlen? No? Und das hat man ja gemerkt, die Grünen am Anfang waren gegen Waffen, niemals Waffen. Und dann kam Ukraine und Putin, der Kriegsverbrecher, der Wichser. Und dann kam Ukraine, Zelensky und schon hieß es Waffen, Waffen, Waffen liefern. Und die Grünen haben sich natürlich verändert. Also ich fand das gut, dass die Grünen sich geändert haben. Viele mögen die Grünen nicht und sagen, Alter, was geht denn hier? Ihr schickt Waffen. Ihr habt gesagt, nie Krieg, keine Waffen.
Aber da hat die Baerbock halt für mich, meiner Meinung nach, richtig gehandelt. Und was mir gefallen hat an der Frau und gefällt, ist gesagt halt, was sie denkt. Das heißt, die Baerbock, die hat dann knallhart gesagt, ich glaube, das war in dem amerikanischen Fernseher, die hat dann knallhart gesagt, dass der chinesische Premierminister oder der Präsident, dass der halt ein Diktator ist, ein Kriegsverbrecher jetzt im Endeffekt auch, in dem Sinne, dass er ein Diktator ist. Ne? Genauso ein Arschloch wie Putin. Und natürlich hat die chinesische Regierung gleich gesagt, oh, sowas kann man nicht sagen. Aber ich fand das korrekt. Also, das ist ja so, die hat immer die Wahrheit gesagt. Und für die Wahrheit wurde sie getätschelt und das fand ich halt nicht korrekt. Ne? Und das fehlt halt den Grünen, das fehlt dann. Und dann hat der Mann, dann war der Mann so im Gespräch, hat er gesagt, sie sind so right to your face. Sie würden wirklich gut zu uns passen als Bundespräsident der Grünen. Wenn Sie bei den Grünen der Super Edition Chef wären, dann wären wir wirklich grün. Das sagt er mir ins Gesicht. Und ich so, ich kann sie gleich so Leuten vorstellen und so. Und ich so, oh shit, das geht ein bisschen zu schnell. Ich wollte gar nicht der Präsident, ich bin ein Feigling eigentlich. Ich bin kein guter Redner und so und kämpfe auch für Schwache und so. Habe ich mir früher stark auch gemacht in der Berufsschule und in Schulen als Klassensprecher. Aber ich will eigentlich gar nicht immer, also ich will einfach nur ein Baby mit einem Schnuller sein. Und jetzt soll ich die Welt retten oder was? Ne? Und dann gesagt, ja, wissen Sie, das muss ich mir überlegen, ne? Aber ja, er fand, ja, also sie haben vollkommen recht. Sie könnten da was ändern, ne? Weil das fehlt im Grünen. Dieses Glas hat mir gefehlt, beim Grünen zu sagen, knallhart, ja, wir ziehen das durch. Knallhart und sagen, scheiß drauf, was die anderen denken. Und manchmal muss man das sagen, scheiß drauf, was der andere denkt. Und das fehlt mir halt. Das war der Grund, warum ich die Grünen nicht gewählt habe. Ich war so nah dran. Eine Stimmzettel für die Grünen, für die Baerbock damals. Ich war so nah dran, so nah, ich fand die so geil, die Baerbock. Und dann war das so, wie ich gesagt habe. Ne? Und da gab es auch viele andere Themen, wie zum Beispiel, was hatten wir noch bei den Grünen? Einmal noch ein bisschen Zeit, ja, um den Grünen noch. War das Thema zum Beispiel unten Demokratie und Gleichberechtigung, ne, Vielfalt und so. Da habe ich mir gedacht, Alter, was machten die denn da bei Rechtspolitik? Vielfalt kommen ja auch noch. Aber die Rechtspolitik, da habe ich gesagt, gestärkten Rechtsstaat, ne, da fand ich geil, okay, Bürgerrechte stehen für starken Rechtsstaat, Bürgerrechte, bla bla bla. Entlastung durch mehr Personal zur Entlastung der Justiz können aber auch außergerichtliche Streitbeilegungen, die Entkriminalisierung von Ballö und einen flächendeichenden Ausstand von der Technik beantragen. Da werden wir die Dinge, das ist alles gut und schön. Dann wollten die aber hier was ändern. Wir wollen den Begriff der Rasse im Grundgesetz durch rassistisch ersetzen und die bestehen ja was denn, Alter? Das ist doch Bullshit. Ich gehöre zu einer Rasse. Ich bin stolz darauf, ein Slave zu sein. Ich bin stolz darauf, in Polen geboren zu worden sein. Ein Polackenschweinchen dick zu sein. Ah, ich muss übertreiben. Ah, ich liebe. Ich bin stolz darauf, ein Jude zu sein. Ich bin stolz darauf, wenn mich Leute diskriminieren und sagen, du scheiß Jude. Solange, aber nicht in diesem Kontext des, oh, wie geil es ist, dass du mich fertig machst. Nee, sondern in dem Kontext, da kannst du mich sagen, was du denkst. I don't care. Es sei denn, es ist was anderes, es ist ein Mobbing. Mobbing würde bedeuten, dass man jemanden sagt, weil du ein scheiß Jude bist, dass du mich nämlich mit dem Vornamen ansprechen und du musst mich immer siezen und sagen, und mit der Stimme, ich, der Herr, Bruna, der Herr Müller, der Herr Schuster und so. Ja, und ich bin ein Gott für dich, du bist ein Drecksau, so sagen. Und wenn du das nicht machst, bringe ich dich um, sagt dann die jeweilige Person. Dann ist es natürlich rassistisch und das ist dann Mobbing, ganz einfach. Und das ist dann wieder ganz anderer Kontext. Und von dem Kontext kann man sagen, nee, Alter, vergiss es, du Arsch. Ich nenne dich bei Vornamen, ob es so Thomas oder Robin heißt, oder Basti oder Stefan. Den Artikel 2, den kannst du in den Arsch schieben vom Grundgesetz. Weil dann geht es am Artikel 3 und 4 weiter, ne? Im GG. Und das ist halt, wo ich sage, nein. Ich sage, warum? Ja, ist das nicht beleidigend? Fickt mich da so ein Stand, richtig? Ich könnte mir vorstellen, diesen Stand, wo die Leute werben und rede ich mit dem und dann mit dem Mann von den Grünen und der sagt, ja, ist das nicht beleidigend? Ich sage, warum? Warum denken Sie das? Sind Sie in meiner Haut drin? Sind Sie in der Haut drin eines Juden oder was? Nein, nein, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ja, also, was wissen Sie von uns? Wissen Sie nicht? Sie wissen nicht, wie es in der Synagoge zugeht. Sie wissen das und das. Warum sprechen Sie sich für mich ein und aus? Sie wissen nicht, wie es in Polen ist. Dann schaut er mich so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, haben Sie vollkommen recht. Aber trotzdem, man muss sich doch für die Minderheiten stark machen. Wer sagt das?
sage ich zu dem Grünen. Wer sagt das? Für wen wollen sie sich stark machen? Jeder Mensch in der Demokratie, der muss für sich selbst einstehen und kämpfen. Und die Rassen gibt es. Es gibt ja auch Wissenschaftler, Archäologen sagen, dass es verschiedene Rassen gab. Es gibt da Menschen, verschiedene Neandertaler. Es ist eine andere Rasse gewesen als der Homo sapiens. Das sagen die selber, soll man das alles umändern oder was? Ne? Das soll so bleiben, wie es ist. Aber soll das Gesetz soll erweitert werden, habe ich zu dem Gesetz. Was halten Sie davon, wenn Sie mir das erweitern und wir zusätzlich zu den Begriff Rasse drin lassen und das einfach erweitern? Und da war der von den Grünen so, wow, werden Sie doch gleich super Bundespräsident bei uns, ne? Also das war dann wirklich ernst gemeint, ne? Weil man muss halt eben, ne? So, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität wollen wir explizit ausschließen, ne? Wozu? Wozu, ne? Dann hier starke Kinderrechte, fand ich nicht schlecht, ne? Das Wahlalter auf 16 finde ich auch sehr gut, weil die jungen Leute, finde ich, die sind nicht dumm, die jungen Leute wissen, was sie tun. Mir gefällt das nie, weil es mich an mich erinnert, immer, dass man gesagt hat, die Jugend ist dumm. Und ich erinnere mich immer wieder sehr stark daran, dass man mir gesagt hat, aber ich 16 war, ich darf nicht wählen, weil ich dumm bin. Und wenn ich 18 bin, bin ich schlauer oder was? Oh ja. Oh. Dann dachte ich mir, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Was labert ihr für Scheiße, ihr Erwachsenen? Ihr habt doch keine Ahnung, was sonst in Jugend vorgeht. Dass sie in der Pubertät man ist, dass man später eine Freundin hat oder einen Freund, je nachdem. Dass man dementsprechend seine Schule schaffen will, dass man sich Sorgen macht um sein Leben, ja, und so weiter. Also die Jugend ist nicht dumm und wird es ja auch nicht sein. Aber wenn man das auf die Jungen hat, halt eben gewisse Strukturen. Man muss halt sich mit den Jungen befassen und nicht in eine, wie Muslime wegen Hamas und Israel, dass man alles in eine Kategorie wirft. Ne? Das ist dumm, sowas zu machen. Ne? So, und dann wir wollen den Zugang zum Recht stärken. Gerichtsverfahren kosten fast immer Geld. Der freie und gleiche Zugang zum Recht ist kein Schön in seinem Leben. Das soll ohne Geldbeutel bewohnt werden. Das fand ich richtig geil. Also mir hat das wirklich sehr gefallen. Wenn da auch wirklich so einige Punkte ich die Möglichkeit hätten, beiden Grünen das so komplett zu ändern und das richtig fett umzuschreiben, das wäre Weltfrieden. Die Grünen wären die geilste Partei. Sagen die geilste Partei, was? Der ist doch AfD. AfD sind doch alles Luzerianer. So ungefähr denken die Leute über die AfD-Wähler. Eben nicht. Eben nicht. Man muss es verstehen, die Matrix im Kontext. Und deswegen mache ich diese Videos und versuche sie zu erklären. Versuche sie euch echt zu erklären, weil wir haben ein Problem, dass die Luzifianer viele Menschen manipulieren und es einfach nicht sehen wollen, wo das Problem wirklich liegt. Nein. Jetzt kommen wir gleich zur Vielfalt noch. Und Regie sagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich versuche mein Bestes zu machen. Das ist nur ein Video, es kommen noch weitere Videos zu den Grünen. Weil ich hätte ja die Grünen gewählt. So, aber ich sage jetzt, warum ich halt so. Dann Vielfalt, wir streiten für Akzeptanz und Selbstbestimmung. Ne? Ist alles gut und schön. Ne? So, das Leiten des Zusammenlebens ist das Grundgesetz. Menschenwürde, ganz klar. Dann haben wir hier, gibt es Freiheit und Sicherheit und wird Gerechtigkeit befördert. Für jede Einzelnen und uns als Gesellschaft. Diesen Anspruch wollen wir verwirklichen. Ne? Gleichheitsauftrag des Grundgesetzes erreicht. Wir werden überall aktiv, wo Menschen angegriffen werden und so. Querfeindlichkeit, Sexismus, Ecke Hass, Rassismus, Antisemitismus. Ne? Und wir sagen, ja, das ist ja für mich als Jude perfekt. Ne? Das ist ja hier drin, Antisemitismus. Ne? Und dazu wollen wir Freiheiten. Bla bla bla. Und dann schreiben die weiter, haben wir vor, so sorgen wir für viel Respekt, ne? Gewährleistung des Bund der Verfassung, Bundesantidiskriminierungsgesetz, coole Sache, Beratungsstellen, Motivationsrat, ein Teilhabegesetz. Und als Wahlrecht, Verwaltung, Polizei, Bundeswehr widerspiegeln, Führungs- und Entscheidungsgremien, Wirtschaft, Kultur, bla bla bla. Ne? Und dann steht hier, wir wollen Projekte und Initiativen fördern, die jüdisches Leben stärken, Antisemitismus bekämpfen. Für mich als Jude, geil, 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 geht's nicht mehr. Ne? Ihr habt mich, da habe ich mir gesagt, ey, ihr habt mich schon zu 99,99, ihr habt mich schon zu 200% überzeugt. Ich war schon so nah dran, war schon so nah dran. Ich will euch, mein Kumpel, er macht das Kreuzchen, er macht das 100 Pro. Und wir setzen uns für Präventionsmaßnahmen, Sensibilisierung aus, Fortbildung und eine entschlossene Verfolgung und Dokumentation an diesen Vorfällen. Ne? Und dann kam der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, der Diskriminierung von Muslimen begegnen wir durch Verfassungsschutzkonzepte sowie Präventionsprogramme. Betroffene müssen besser geschützt werden, beraten, unterstützt werden. Zudem unterstützen wir. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal.
Moment mal. Und wo sind die Christen, die Buddhisten und die Hinduisten und die Atheisten? Wo sind denn die? Das hat mir halt nicht gefallen. Habe ich gesagt, Alter, wir Juden sind immer oben. Wir werden immer wie die Könige behandelt. Weltweit sind wir die Erstgeborenen. Weltweit muss ich jedes Mal. Ne? Ich meine, ich will den Rabbiner auch jetzt nicht sagen, wo der war, mit mir geredet hat und auf Synagoge, wo, weil ich nehme die in Schutz, weil wir Juden haben halt eben so die Super Edition Geschichte, ne? Super Edition, immer die Nummer 1. Ne? Und man kann also immer, wenn man jeden Tag Super Edition hört, dann kann man irgendwann, wird man wirklich Super Edition und denkt, man ist wirklich der Tollste, der Beste. Aber das hat mir halt nicht gefallen. Ich sage, ja, jüdisches Leben, ja klar, super, muslimisch, ja klar, aber wo sind die Hinduisten, die Buddhisten, die leiden auch drunter? Wo sind die Atheisten, wo sind die Christen? Die sind gar nicht da. Ich sehe es immer wieder, wenn jemand Atheist ist, dann wird er wie Dreck behandelt. Ey, ich sehe das so oft, habe ich es gesehen. Oder Christen waren auch wie Dreck behandelt. Ja, gegen ihre Kreuzzüge. Mein Gott, die haben das gemacht. Ja, wir haben unter den Christen gelitten. Aber irgendwo ist Schluss. Irgendwann muss man versuchen, einen Nenner zu finden, gemeinsam zusammenkommen. Und da manipulieren halt viele Leute. Das ist halt eben, was die Leute nicht sehen wollen. Ne? Dann haben wir noch viel, viel, viel mehr. Ne? Dann, wie stehen die Grünen zum Islam? Jetzt zu Deutschland? Nein, gehört er nicht. Islam hat nie gehört und genauso wie das Christentum gehört nicht zu Deutschland, genauso wie gehört auch nicht das Judentum zu Deutschland. Keine Religion gehört zu Deutschland. Weil Deutschland so generell, wie Atatürk das gesagt hat, getrennt bleiben. In jedem normalen fucking Land ist der Staat getrennt zu Religion. Religion ist was Privates. Beziehungsweise Religion ist halt was, was heißt privat? Religion ist halt was nicht, was in dem Grundgesetz sein kann. Ne? Und das versuchen die halt wirklich manchmal, wenn ich mit den Leuten geredet habe bei den Grünen, ja, das müssen wir noch in den Grundgesetz reinschreiben oder so. Nee, müsst ihr nicht. Aber warum nicht? Dann bist du doch besser geschützt. Nein! Ne? Die checken das einfach nicht und wollen das aufzwingen. Da sage ich, der Staat muss immer getrennt sein von jeder Religion. Jeder Religion. Es gibt keine Ausnahmen, auch das Judentum. Das Judentum, das ist eine Lebensweise und da muss es getrennt werden. Genauso wie das Christentum, der Islam, Buddhismus, Hinduismus, Gugliismus, Gagamismus und so weiter. Und das machen die halt nicht. Und sage ich, nee, nee, davon bin ich nicht einverstanden. Es muss knallhart sein, right to your face, Baby. So, jetzt gehen wir weiter noch zur Demokratie. Ne? Was war das hier? Stärken die Demokratie. Ne? Oh, genau. Also die Demokratie. Warte mal, wenn ich sowas überspringen habe. Genau, nee, ich überspringe nichts. Passt. Na, Demokratie. Wir haben ein gutes System. Genau. Fragen Sie den Jungs. Quatsch mit der Lobbyarbeit. Das Fall ist sowieso fast alles Lobbyismus. So. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Genau, da haben wir was vor. Das gesetzliche Lobbyregister wollen wir nachschärfen. Mit einer Wahlrechtsreform, die eine Reduzierung der Wahlkreise vorsieht, mit Bürgerräten schaffen wir die Möglichkeit, bei ausgewählten Themen die Alltagsexpertise, Petitionsrecht, Parteispenden sollen auf natürliche Personen beschränkt und auf einjährliche Höchstbeitrag von hier gedeckelt werden. Transparent, also das sind so einige Sachen, wo ich mir nochmal durchlesen muss, aber wo ich auch nicht einverstanden werde. Ne? Was haben wir hier dann nochmal hier? Genau, Frauentag ist, jeder ist, das war auch ganz so, Frauentag ist jeder, jeden Tag. Und da war ja auch ganz klar, dass sie meinen Spruch geklaut haben. Das finde ich nicht in Ordnung, die Grünen, ne? Weil das war von mir. Ich konnte dem Mann das zeigen, dass ich das vor vielen Jahren geschrieben habe. Und dann hat er gesagt, oh, das haben wir, ja, nee, nee, das haben sie nicht so, so wie, weil ich habe das erfunden. Der Erstgeborene, Super Edition.
Ja. Das ist halt, Frauen sollten jeden Tag respektiert werden, muss als Selbstverständlichkeit gelten. Dafür sollte man nicht extra einen Tag schaffen. Weil das ist künstlich. Was alles, was du künstlich machst, ist nicht rein im Herzen, das ist nicht echt. Das ist ein Fake. Und das wird nie funktionieren. Ne? So, was wollen die aber natürlich machen, ganz klar. Das haben wir vor für eine geschlechtgerechte Gesellschaft. Wir wollen Parität, eine Politik voran und entsprechende Gesetzänderungen auf den Weg bringen, um Frauen in Entscheidungspositionen zu bringen, sind Maßnahmenangebote erforderlich. Das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Und das habe ich dem Typen gesagt. Und er hat mir auch recht gegeben von den Grünen. Deswegen halte ich jetzt seinen Namen zurück. Nicht, dass er seinen Job verliert. Wobei ich weiß ja nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das der und der war, Name ich. Naja, ist auch jetzt egal. Fakt ist, das, was sie schreiben, vieles davon ist Bullshit. Okay? So, und ich sag nur kurz warum und sag, was man besser machen also sollte. Also generell so, Gesetze zu machen ist die einzige Möglichkeit, Gleichberechtigung zu machen. Aber allein das wird nicht nützen. Das bedeutet, wenn Gesetze gemacht werden, okay, wo man sagt, die Frau kriegt das und das, dann muss man keine Klausel schaffen, weil die Klauseln sind immer das Problem, weil immer so werden sich Lücken geschafft vom Konzern und die Konzerne letztendlich entscheiden das. Was wir brauchen und was wir schon immer brauchten weltweit, nicht nur in Deutschland, ist, dass die Frauen mehr gewürdigt werden für die Bereiche, die sie wählen und dass man in der Schule schon, in der Schule selbst oder im Kindergarten das schon richtig umsetzt. Und das wird leider nicht gemacht. Ich habe das in so vielen Schulen gesehen, die wird es nicht gemacht. Es wird immer nur geredet, aber ich sehe selber da, die Erfahrung gemacht, es wurde nie umgesetzt, nie gemacht. Und du kannst den Leuten nichts aufzwingen. Das heißt, eine Frau hat das Problem, sie hat ein gutes Gesetz, man macht ein gutes Gesetz, aber das Gesetz nützt nicht, wenn es nicht umgesetzt wird. Das heißt, wenn das heißt, hier in der Firma so und so, Müller, haben wir ein Gesetz gemacht, dass die den Frauen jetzt genauso viel wie die Männer auszahlen, dann muss das Gesetz auch so durchgezogen werden, dass dann, wenn die Firma das nicht macht, dass sie auf die Fresse kriegen. Ja? Und das ist halt eben nicht so der Fall. Dann kriegen die irgendwelche Briefe oder die Frau beschwert sich meistens auch gar nicht. Ne? Das fehlt. Also die Frau muss man stärken im Geiste selbst, dass man der Frau sagt, hier, du kannst dich wehren. Und das ist das Problem, dass viele Frauen sich auch nicht wehren, weil sie Angst haben, gekündigt werden. Ist halt eben so, dass es nicht vom Mann ausgehen, sondern halt eben von der Erziehung der Chefs oder Chefinnen. Und wenn die Chefin halt auch so eine uralte Erziehung hatte und gerade mal 50 oder 40 Jahre alt ist, dann wird die halt nicht so demokratisch denken. Das ist auch so ein Zickenkrieg manchmal unter, so ein Zickenkrieg manchmal so unter Frauen, dass die eine Frau sagt, ja, warum soll ich der anderen Bitch helfen und so. Das ist ja auch das Problem. Das gibt es unter Männern auch diesen Wettbewerbskampf und so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da muss so vieles passieren. Und was noch sich viel ändern muss, ist, dass die Ehe nicht an sich ein Gütesiegel bekommt, dass wenn man heiratet, dass das dementsprechend bevorzugt wird. Ja? Steuervorteile und Kindergeldvorteile und so weiter, sondern dass auch ein Paar, was nicht verheiratet ist, was aber zusammenlebt mehrere Jahre, was nachweislich nachweisen kann, über ein Jahr, was weiß ich, zu nachweisen, dass sie sich halt unterstützen über ein Jahr, dass da halt wirklich man diesem Paar die gleichen Rechte zuräumt, wie von einem verheirateten Paar. Und das ist auch ein riesengroßes Problem, was die Grünen nicht mitbedenken, was viele Parteien nicht mitbedenken, was einfach fehlt, die Wurzel anpacken und nicht irgendwo so von oben anpacken. Das ist das Problem. Was auch fehlt natürlich ist, und da kommen wir auch zu dieser nochmal zu dieser Vielfalt. Die Vielfalt ist alles gut und schön, aber was fehlt ist, dass die Behörden, wenn es zum Beispiel um eine gleichgeschlechtliche Frau
Und die wollen Kinder adoptieren. Ich habe das so oft mitbekommen. Die haben das super schwer. Das heißt, das ist ein Witz. Es gibt so viele Kinder, die zur Adoption freigegeben werden. Und viele homosexuelle Paare das auch machen wollen. Aber die eine Chance gar nicht erst dazu bekommen. Weil irgendwas, irgendwo bürokratisch was verhindert wird und immer noch nicht eingesehen wird. Leute, das ist. Es ist immer so die Frage. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist besser? Das Baby im Mülleimer verrotten lassen? Und das müsst ihr euch selbst die Frage einfach stellen. Ist das Baby im Mülleimer verrotten lassen? Oder einem homosexuellen Paar geben, was wirklich ein Kind haben will und mit Liebe erziehen will? Ne? Wirklich erziehen will als im Mülleimer. Weil die Heterosexuellen, nehmen wir mal, die schließen wir jetzt mal aus, die wollen das nicht. Ne? Die wollen das nicht, weil. Die haben ihre eigenen Kinder und so und Homosex und die sind jetzt nicht so drauf, dass sie erpicht, dass sie das haben wollen. Ne? Und da muss man halt einfach da bessere, leichtere Regeln machen zur Adoption, die freigegeben werden auch. Auch zu der Heirat ist gleichgeschlechtliche Paare ist das Problem, dass die immer noch unterschiedlich behandelt werden. Aber das zu ändern gesetzlich macht keinen Sinn, weil das Gesetz an sich wird es nicht ändern. Es ist die Gesellschaft selbst, die eben anders denken muss und von sich anfangen muss, anders zu denken. Das kann man aber nicht aufzwingen, das ist das Problem. Versteht, was ich meine? Deswegen also zum Beispiel zwei Kopftuch tragende Frauen mit ihrem gemeinsamen Kind, der Pfarrer, der mit seinem Partner selbstverständlich im Pfarrhaus wohnt, oder die bekennen der atheistische Transsexuelle als Vorstand einem DAX-Unternehmen, wenn auch das möglich ist, wenn solche Hilfe akzeptiert wird, sie quasi kein Thema mehr ist, dann wäre der Gleichheitsauftrag unseres Grundgesetzes erreicht. Aber genau das ist der Zwang. Das kann man nicht zwingen. Und die Grünen wollen das zwingen und da bin ich strikt dagegen. Du kannst niemanden von einem Also ein Kunde kann von einem Verkäufer nie verlangen, dass er ihn beraten tut. Er kann ihn beraten lassen, so wie ein Anwalt kann juristisch vertreten, diesen Mandanten, aber man kann den Anwalt nicht zwingen. Und darum geht es letztendlich. Und das haben die Grünen, im gemeinsamen Gespräch habe ich das rausgefunden, das haben die Grünen halt versagt. Da sind sie halt immer auf Extremismus eingegangen und sagen, ja, aber das muss so sein. Ich so, nein, muss es nicht. Jeder Anwalt hat die freie Wahl, sein Mandant zu verteidigen oder das Mandat abzulegen. Und wenn er es ablegt, weil er mit dem Mandanten ein Problem hat und der andere Anwalt nicht, dann ist das halt eben so. Wir können die Leute nicht aufzwingen, wir sollen auch die Leute nicht aufzwingen, weil das ist Luzifianismus und das bringt gar kein was. Ne? Genau auch diese Querfeindlichkeit oder diese LBGT-Community, was die mir verlangen von Leuten, aber selber nicht das respektieren, was die heterosexuelle Gesellschaft macht. Und das ist halt dieser Widerspruch. Und da sind halt die Grünen nicht im Reinen. Und das war sozusagen der Grund, warum ich, also natürlich mehrere Gründe, aber so einige Gründe, warum ich dann die Grünen nicht gewählt habe. Ne? Die hatten wirklich ein, wirklich, die Grünen haben wirklich ein geiles Konzept. Und ich wünschte mir, die Grünen und die AfD würden sich mal zusammentreffen und sich vereinen. Weil die AfD und die Grünen, die haben vieles gemeinsam. Wirklich, kein Witz. Die haben, nur die sehen das nicht, weil die Leute durch Medien gesteuert sind und selbst statt selber mal hinzugehen zu Leuten, mit den Leuten zu reden, darum geht es mir. Und das machen die Leute falsch. Und ich finde es halt sehr schade, dass dann Leute jeden AfD-Wähler als Nazi abstempeln. Mir macht es nichts aus. Ich find's halt schon lustig irgendwo, weil. Den man töten wollte, also die man töten wollte von meiner Familie, jüdischen Familie, die sollen jetzt auf einmal die große Fans von Adolf Hitler geworden sein. Ne? Und es ist wie der eine Typ gesagt hat, was hat er, das ist auch so lustig, da war ein Amerikaner, ein junger Kerl, der sagte, Today I'm black and tomorrow I'm white. Also heute bin ich schwarz und morgen bin ich weiß. Und dann hat der Reporter ihn gefragt, wie meinen Sie das? Und dann sagt er, wenn ich zu den Schwarzen gehe, dann bin ich, weil ich ein Mischling bin und nur 40%, 35%, 35% hat halt eben, ist er dunkel und der Rest ist halt weiß. Also
nicht 50-50, sondern 35% dunkel und 65% ist er hellhäutig, also weiß. So, und dann sagt er, wenn ich zu den Schwarzen gehe, dann bin ich der White Man, also der Weiße. Und wenn ich zu den Weißen gehe, dann bin ich der Black. Und er so, ah, oh, verstehe. Ne? Also die Moral der Geschichte ist, der junge Kerl war so geil mit Rassismus, hat gesagt, wie kann ich dem einen das oder anderen recht biegen, wenn die anderen von sich aus rassistisch sind? Das ist Biologie. Das heißt, die eigene Community, die eigene Black Lives Matter Community, haben den Typen nicht akzeptiert, weil er eben ein Mischling ist. Wie kann sein Vater eine weiße Frau geheiratet haben? Ne? Wobei sein Vater ja auch ein Mischling war. Sein Vater war ja im Endeffekt 50-50 Mischling, also 50-50. Und dann ist das Kind noch heller geworden. Die Mutter hat halt eben die Gene und ist halt weiß, ne, mit roten Haaren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Diese Heuchelei, dieser Widerspruch an sich. Die Black Lives, Moment, die Black Lives Matters, genau, Black Lives Matters. Diese Community hat diesen Typen verstoßen, weil er nicht schwarz genug war. Wie hart ist das denn? Und die weiße Community hat ihn mehr akzeptiert als die Schwarze, aber sie haben ihn trotzdem auch verstoßen. Die haben gesagt, naja, du bist aber auch nicht weiß. Irgendwas dazwischen. Also kannst du auch nicht einer von uns sein. Das heißt, du bist weder das eine noch das andere. Ne? Halb Vampir, halb Werwolf, so mächtig, weil man sich aussprechen kann. Ich denke mal, ja, Sie wissen, was ich meine. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen mit den Grünen befassen. Wir werden uns auch mit den Personen befassen. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich die Frau Lang sehen würde, dann müsste ich sie fragen, darf ich ihre Backen knuffen, weil ich mag dicke Menschen. Ja, dann kommen wir immer so knuddelig, du knuffel mich, du Babylein, du. Und sie schaut wie ein Baby aus. Wenn ich den Omid Noripur begegnen würde und auch so backen, dann würde ich auch knuffen. Knuffi mich, du kleines Baby. Ne? Ansonsten kann ich über den dann jetzt nichts sagen und so. Es sind ja auch jetzt nicht viele. Also ansonsten so wenig. Es kommt mir vor, wo sind die ganzen Leute? Ja. So, hier sind nicht viele Leute. Ne? Also komisch. Ne? Egal. Leute. Von meiner Seite war es das. Das war jetzt vorerst mein Feedback. Und es wird mal mehrere Teile geben. Merkt euch, abschließend Fazit, merkt euch, die Medien, ja, die ZDF, die müssen einen richtig manipulieren, weil es gibt verschiedene Agendas und dann gibt es verschiedene, wie den Reichelt Verlag, auch wieder da Agendas. Kommt auf meinen Kanal ruhig, unterstützt meinen Kanal. Tut ihn abonnieren und verteilen, weil ihr werdet wirklich merken, okay, da ist der Typ ist wirklich komplett anders und der macht kein schlechtes Wort von den Grünen. Und ein schlechtes Wort würde ich nie über die Grünen oder andere Parteien machen, weil das finde ich einfach unlogisch ist, weil jede Partei hat seine Stärken und seine Schwächen. Und ich bin der Meinung, wenn die Grünen mich zum Superpräsidenten wählen würden, dann würde ich auf jeden Fall garantieren können, dass man bei den Bundestagswahlen, die dann bald stattfinden, dass man 70% holen kann. Ja. Ich könnte die Menschheit überzeugen, die Grünen alle zu wählen. Ich könnte jeden CDU und jeden CSUler und jeden SPD und jeden AfDler überzeugen. Sogar die Linken könnte ich überzeugen, die Grünen zu wählen. Das könnte ich wirklich. Aber ja. Das wird nie passieren, leider, weil ich glaube, keiner sieht sich das Video ja an und macht mich zum Präsidenten, Super Edition Präsident der Grünen. Also, haut euch rein, bis zum nächsten Mal.